Ich wiederhole nochmal, du denkst dir jetzt, dein ganzes Wissen, dieses Programm ist der Buchstabe H. Und jetzt tauche ich auf und in der Bibel sage ich als Jesus, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, ich sage immer wieder eine neue Logik, es wäre ein neues Leben, dieses H symbolisiert deine Logik, dein Programm. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein neues. Du vertraust mir, du gibst mir dieses H, das ist ungefähr so, wie wir einen Computer haben und der muss sein Betriebssystem und seine Programme hergeben. Wir machen den Blatt, dann ist er ein Nichts, da können keine Bilder mehr entstehen. Dann ist er nur noch Geist ohne Traummöglichkeit. Du musst dich voll, das, um Schöpfer zu werden, schau mal das Wort Schöpfer an, Shin, deine Logik, das Opfer macht die Bündchen weg, deine Gedanken werden, dann hast du das Opfer. Das ist der Schöpfer. Du wirst ein Schöpfer, wenn du deine jetzige Logik opferst. Du gibst mir diesen Buchstaben H und weil du mir vertraust, kriegst du jetzt von mir das Wort Haus. Ein neues Programm, ein viel prächtigeres Programm. Du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass ich dir dein H gar nicht weggenommen habe. Sobald du das Wort Haus siehst oder dein Haus denkst, denkst du nochmal an das H. Das wird eine nichtige Facette, aber trotzdem eine wichtige Facette. Weil wenn wir das H nicht, hätten wir alles aus. Also wir brauchen zum Haus das H. Die Quintessenz, verstehst du? Und das Aus kann man natürlich jetzt wieder positiv und negativ lesen. Wir können sagen, die Schöpfung ist eine aufgespannte Raumzeit. Das ist das Aus dir herausgedachte, aus dieser Quintessenz herausgedachte. Das jetzt kommt schon ein bisschen Vordersprache. Das ist ein Matrix-Programm. Glaubt mir, es ist ganz primitiv, was ich euch jetzt sage. In Wirklichkeit ist es viel komplexer. Aber jetzt pass auf, jetzt tauche ich irgendwann einmal wieder auf und ich will dieses Programm, das Bessere, wieder zurück. Da du gut mit mir gefahren bist, schenkst du mir dein Leben wieder und jetzt kriegst du für dieses Wort einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. Und du wirst feststellen, ich habe dir auch das Wort Haus nicht weggenommen, sondern dir nochmal was Neues dazugegeben. Deine bisherige Logik ist ja so aufgebaut, dass deine Vorstellung von besser immer heißt, das, was jetzt ist, will ich nicht, ich will was anderes dafür. Das will ich, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, das fühlt sich auch nicht mehr gut an. Das ist immer wieder, du hast jetzt ein Dreieck, ich gebe dir einen Kreis dazu, das Gegenteil, und die zwei verbunden machen einen Kegel, heben dich auf eine andere Bewusstseinsebene. Mhm. Und das ist aber, Kegel ist was vollkommen Neues. Mhm. Das ist das Prinzip der Schöpfung. Das ist übrigens alles Sachen, die findest du in keinem Buch außer in den Ohrenbohrungen. Das ist summa summarum von allen Wissen der Menschheit. Und alle Wissenselemente wiederum sind extrem wichtig. Darum betone ich immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass ich irgendetwas erschaffen hätte, was nicht wichtig wäre.